Ja, hallo liebe Shisha-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir heute. Heute ein Review über eine sehr außergewöhnliche Pfeife. Es geht um eine neue Amy-Pfeife, nämlich die Amy Torpedo, die ich freundlicherweise vom Mutlu und vom Jens geschenkt bekommen habe zum Reviewen. Und ja, dann will ich eigentlich auch gleich anfangen. Ich zeige euch jetzt die Pfeife einfach mal. Torpedo, sie macht seinen Namen alle Ehre, mit der kann man wirklich rumlaufen im Zimmer und Krieg spielen. Nein, natürlich nicht, war nur ein Scherz. Ich zeige euch die jetzt einfach mal, dass ihr einen Eindruck kriegt vom Design, das man wirklich lieben muss. Da scheiden sich wirklich die Geister. So sieht die Pfeife insgesamt aus. Hier haben wir die Bowl und das ist dann die Rauchsäule. Alles schön verchromt. Kann ich keine wirklichen Verarbeitungsfehler sehen. Sieht sehr gut aus, finde ich. Ja, und dann wollen wir die Pfeife doch einfach mal zerlegen. Dann zeige ich euch ein bisschen die einzelnen Teile. Ja, dann arbeiten wir uns einfach von unten nach oben und fangen mit der Bowl an. Die Pfeife hat ein Gesamtgewicht von 5 Kilogramm. 3,2 Kilogramm wiegt die Bowl. Die ist wirklich richtig massiv. Ihr seht schon, das Design muss man mögen. Man hat hier überall diese Kristallteile. Ein sehr stabiles Glas. Ihr hört's. Rohrzange. Sehr stabil. Hier gut verarbeitet, finde ich sehr schön. Mir gefällt das Glas, man muss es wirklich mögen, es ist Geschmackssache. Kommen wir zur Rauchsäule. Das ist wirklich ein Monster. Ich zeige es euch hier mal. Ja, und ich wollte jetzt euch einfach mal zeigen, wie die von innen aussieht. Autofokus, geh an. Ihr seht, die Rauchsäule ist innen wirklich aalglatt, ja. Also kein Sandkorn, nichts raus, wirklich aalglatt. Da kriegt man schon für das Geld was geboten, kostet übrigens 100 Euro. Was ihr dafür bekommt, seht ihr ja gerade. Also wirklich eine innen top verarbeitete Rauchsäule. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Kommen wir jetzt einfach im Tauchrohr. Jetzt kommen wir nämlich zur Rauchsäule. Die Rauchsäule, ich zeige die euch mal. Ich mache nur schnell den Kohleteller ab. Dann geht es besser. Hier ein sehr außergewöhnliches Design. Das Mutterstück hier. Sehr schön. Die Schlauchadapter sehen ganz gut aus. Es passt zum Design. Und hier eben auch zieht sich das Design so durch. Finde ich ganz cool. Mir gefällt das Design persönlich. Ich habe auf den ersten Blick gedacht, die wirkt sehr klobig und hässlich. Ich finde die aber eigentlich ziemlich hübsch. Genau. Und ja, auch hier wieder ein relativ dicker Durchmesser. Und eine Besonderheit, die Rauchsäule guckt hier aus der Bowl heraus. Ich finde das eine sehr, sehr geile Idee. Warum ist das geil und nützlich? Das sage ich euch jetzt. Nämlich, wenn ihr das Tauchrohr reinschraubt und ihr die gerade geputzt habt und das innen noch nass ist, das Gewinde, und ihr einen Altbau habt, also einen hohen Kalkanteil im Wasser oder einfach schlechte Rohre habt, ja, dann geht der Kalk hier rein. Und wenn ihr das draufschreibt, verfestigt sich der Kalk und dann habt ihr Probleme, das Tauchrohr wieder aus der Rauchsäule zu bekommen. Hier ist das nicht so. Man kann es hier ganz gut abtrocknen und dann ist der Kalk weg. Dann lässt sich die auch gut hin- und zurückschrauben. Finde ich sehr gut durchdacht, gefällt mir sehr gut. Habe ich bis jetzt noch bei keiner Pfeife so gesehen. Ziemlich geil. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Schlauchadaptern. Hier auch wieder, da hat Amy mitgedacht, eine Polyamidkugel für den guten Durchzug. Bei der Standardversion bekommt ihr einen Schlauchadapter. Ich habe hier noch aufgerüstet. Und ja, sieht ganz gut verarbeitet aus, alles top. Design zieht sich auch durch die Schlauchadapter. Gefällt mir sehr gut. Ihr seht schon, ich bin ziemlich begeistert von der Pfeife, war aber nicht voreingenommen. Muss man sagen, ich fand die am Anfang auch ein bisschen klobig, dann hat es mir auch immer mehr zugesagt. Dann schraubt man das gute Ding doch einfach mal wieder zusammen. Übrigens, Durchmesser von dem Tauchrohr ist 1,5
Nee, der Durchmesser von dem Tauchrohr ist 1,5 cm. Eine NPS hat einen Durchzug von 1,2 cm. Wir haben dazu zwei dran geraucht. Der Durchzug ist wirklich top. Das ist wirklich. Ich hatte noch nie so einen guten Durchzug, habe aber auch noch nie an der NPS gezogen, die ja eine Durchzugsbombe sein soll. Ich schraube das hier gerade noch kurz fest. Und dann machen wir doch einfach weiter mit dem Kopfadapter, ganz normal, nichts Besonderes. Hier zieht sich nicht das Design durch. Und man bekommt, wo ist es denn? Eine gute Kopfdichtung mit, da gibt es die günstigeren, das sind die teureren. Gefallen mir sehr gut. Da eben sogar die Querschlitzköpfe, was bei mir sonst nie so ist. Und als Kopf bekommt man hier die Amy Powerbowl dazu. Ja, ich habe schon mit dem Kumpel geraucht, immer der hat die sich geholt. Ich finde, was an der problematisch ist, dass sie eine ziemlich krasse Hitzeentwicklung hat und sich da Morphil drin verbrannt. Ich wollte aber noch rumexperimentieren, vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Review dazu. Kohleteller, naja, ist wieder viel zu klein für die Pfeife. Die sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus, allerdings groß genug, um eine Kohle, wenn man Glück hat, abzufangen. Könnte aber auch hier größer sein. Wann lernen es die Hersteller denn mal? Da mache ich das, schraube ich das wieder zu und komme dann eigentlich auch schon zum Fazit. Also, okay. Fazit: Amy Torpedo-Pfeife. Ja, die gesamte Pfeife wiegt 5 Kilogramm. Die ist wirklich richtig massiv, wenn ihr auf einer Party seid, da können Leute dagegen treten. Das Ding kippt definitiv nicht um. Also die Rauchsäule wiegt 1,6 Kilogramm, ist also auch relativ schwer und die wirkt sehr hochwertig verarbeitet. Auch die Rauchsäule sieht in wirklich glatt aus. Ja, und die Rauchsäule von meiner Elmas-Pfeife, die ich hier habe, die ist um einiges größer aus richtigem Messing und die wiegt jetzt gerade mal 300 Gramm mehr, also 1,9 Kilogramm. Wirkt also sehr gut verarbeitet und die gesamte Pfeife macht einen coolen Eindruck. Der Remus 89 hat mal einen Aufruf zur Vielfalt gemacht. Ich finde, diese Pfeife ist wirklich mal was Neues, wirklich standfest. Wie gesagt, total stabil und ein super Durchzug. Ich habe noch nichts gefunden, was ich an der Pfeife jetzt wirklich bemängeln könnte, außer dieser kleine, etwas mickrige Kohlenteller hier drauf. Und dann komme ich eigentlich auch schon zur Punktzahl. Das Design will ich jetzt einfach nicht bepunkten, weil ich fand es zum Beispiel am Anfang sehr klobig, habe mir dann aber überlegt, okay, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Irgendwie hat mir nach einer Zeit gefallen, keine Ahnung warum. Die Verarbeitung, 9,5 von 10 Punkte, ich sehe kaum Verarbeitungsfehler wirklich. Und das war es dann eigentlich schon. Ich gebe der Pfeife Preis-Leistungs-Verhältnis, sie kostet 100 Euro mit einem Schlauchanschluss. Das mag auf den ersten Blick ziemlich viel von der Amy Shisha sein. Ich finde es aber dennoch ein sehr angemessener Preis. Ich denke von Kaya für 100 Euro, die PNG hat ja damals fast 100 Euro gekostet. Da kriegt man echt von Amy um einiges mehr. Allglatte Rauchsäule, außergewöhnliches Design, besondere Bowl. Ich kann die wirklich nur jedem ans Herz legen. Für 100 Euro bekommt man meiner Meinung nach eine Pfeife mit gutem Durchzug, netten Design und solider Verarbeitung. Und in dem Fall bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich habe genug geredet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und will euch nochmal auf mein Gewinnspiel verweisen. Bei 300 Abonnenten verlose ich. Ihr könnt ja mal draufklicken, ich habe ein Video gemacht. Über konstruktive Kritik, Kommentare oder Abonnenten würde ich mich natürlich sehr freuen. Und in dem Fall wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Ciao Leute, macht's gut.